So, und damit willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge Bus-Simulator. Ich gucke gerade mal. Also, wir haben hier den ZOB drin. Ne? Wir haben hier ZOB, ZOB, ZOB. Sonst haben wir hier nirgendwo leider ZOB drin. Ne? Ich gucke gerade mal. Warte mal, Strecke bearbeiten. Also, hier haben wir ein ZOB drin. Ne? Okay. Verwerfen, richtig. So, dann haben wir hier ZOB drin, richtig. Was zeigt denn er mir hier an? Keine Ahnung. So, ZOB, ZOB, so. Du fährst hier nicht am ZOB lang, schade. Du fährst hier auch nicht am ZOB lang, schade. Hafen Pier 3. Das Sägewerk. Wie viel sagen wir? 10 Strecken vom zentralen Omnibus. Genau, Alter. Ja, das ist wieder so eine Mission, die ich total, Entschuldigung, aber die hätte man sich echt sparen können. Also die hätte man sich wirklich echt sparen können. Was soll ich denn jetzt da jetzt machen? Naja. Ich find's jetzt halt Schwachsinn, jetzt loszufahren. Wir generieren mal noch eine neue. Wir haben ja da unten noch eine Haltestelle, die wir ja abklappern müssen. So, zentraler Omnibusbahnhof, Römerstraße. Die war das. Und die war das. So. Und die müssen wir speichern. Ja, aber die wird echt kein Geld machen, wa? Ja. Weil ich sehe sowieso, wir werden viel Spaß noch haben. Weil viele Haltestellen echt nicht besetzt sind. Wenn ich das hier sehe. Hier unten ist gar nichts drin. So, speichern. Ach so, dann machen wir die weg hier. Das ist ja so eine verfluchte Einbahnstraße, wirklich. So, ja. So. Was müssen wir jetzt hier noch hinbekommen? Nein, ich will sie bearbeiten, danke.
Manche brauchen wir nämlich gar nicht mehr hier. Machen wir die zu. Ja, dann können wir die Anhaltestellen auch mitnehmen, dann lohnt sich das vielleicht ein bisschen mehr. Ich dachte, der schickt uns hier über die Autobahn. So, speichern wir das Ganze ab. Müssten wir doch eigentlich alle Haltestellen soweit abgedeckt haben. 90% sollen wir ja. Gut, dann würde ich jetzt erstmal sagen, wir fahren jetzt erstmal hier die Linie 28. Fahrt beginnen. Und das Ganze mit dem, ja, Iveco. Los geht's. Das ist natürlich ein bisschen blöd. 10 Haltestellen. Also 10 Linien. Die auch noch Geld generieren sollen. Ach die meine Güte. Na, das wird noch eine Aufgabe vom Feinsten. Was soll ich denn jetzt zu essen holen? Fast Food? Junk Food? Ich glaube, ich probiere mal Street Food. Ach ja. Das war ja jetzt so eine Mission, wo ich mir jetzt so denke, so, die werde ich wahrscheinlich dann so ein bisschen versuchen, um Offscreen zu machen, weil das dauert wahrscheinlich jetzt doch echt eine ganze Weile. Gerade das mit den 10 Haltestellen, weil du jetzt wirklich. Das Problem ist, du musst ja halt. Das ist ja, es reicht ja nicht nur das einfache Plan, sondern du musst halt diese Linien auch immer vorher abfahren. Und wenn ich gerade mal 3 oder 4 Linien habe, die gerade vom ZOB abfahren und die ja sagen, sie muss, oh, ey, Keule, Mann. Blöder. Ja, soll profitabel sein. Ich meine, was bedeutet profitabel? Profitabel bedeutet einfach nur so viel, dass sie Geld generiert. Also, wenn ich da jetzt nur 2, 3 Haltestellen jetzt verbinde miteinander, das müsste doch eigentlich funktionieren, oder? So. Ja, wir schauen jetzt erstmal, was uns jetzt das Ergebnis jetzt hier gibt. So, das ist die Kathedrale, ja. Nie vorher gesehen, ne? Genau pünktlich. Ja, das lob ich mir auch. Genau pünktlich. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? Tag Standard drücken. 3 Euro. Oh. Eine Fahrkarte.
Ach ja. Na, jetzt sieht man es natürlich relativ schlecht jetzt auf der Karte, aber es sieht aus wie die Einbahnstraße hier. Ich finde, da fehlt irgendwie noch das Schild dazu. Hier kommt das Einbahnstraßenschild, ja. Eine Fahrkarte bitte. Tag Senior drücken. So. Nächste. Er musste jetzt ein bisschen gucken. Was, ob der da mit dem Gelenkbus da fährt? Hast du gestern das Konzert im alten Sägewerk gesehen? Die haben ja echt mal gerockt. Wenn du hier nicht mit einem Gelenkbus fahren kannst, also die Straße wirkt jetzt relativ breit, auch die Kreuzung hier, die wir hier hatten, gerade wirkt jetzt nicht so schmal. Ich hätte diesen Burrito nicht essen sollen. Ich brauche eine Fahrkarte. Danke. Kann ich bitte eine Fahrkarte haben? So. Danke. Eine Fahrkarte. Oh. Ich brauche eine Fahrkarte.
Tag Standard drücken. Mann. Eine Fahrkarte bitte. Danke. Eine Fahrkarte bitte. So, haben wir die Fahrt aber auch gleich abgeschlossen. Oh, ich kann das Wochenende kaum erwarten. Echt? Warum? Du kommst gar nicht so lustig rüber. Wiedersehen. Wiedersehen. So, na dann schließen wir mal ab hier. So, die müssen wir auch noch aufleveln. Die müssen wir auch noch aufleveln. So, was haben wir denn jetzt hier? So, wir haben ja zumindest schon mal Punkt 1, haben wir. Wahnsinn. Ein Einkommen in Höhe von 50.000 pro Woche für mindestens 3 Wochen. Ah, ja. Warum ist denn da jetzt so ein... Ach so, weil da... Alles kleiner. Gelenkbusse können diese Strecke nicht hinzugefügt werden, da einige Bushaltestellen zu klein sind. Ja gut, haben wir ja nicht. So, also den ersten Punkt haben wir zumindest schon mal. Ich besitze 10 Strecken vom Omnibus, die mit Fahrrad Einkommen generieren. Ach, das ist so ein Schwachsinn. Zum Beispiel alle Haltestellen, die auf Level 5 gebracht werden müssen. Eieiei. Ja. Ich glaube, ich lasse das. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Streckenplaner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und noch eine.
Dann haben wir die 10 voll. So. Dann haben wir die 10 Netze. Ja, pff. Müssen wir natürlich gucken, weil wir die auch alle fahren müssen. Eieiei. Sind auch Basic Walden. Also die müssen wir hier alle fahren, wo 0 Busse und 0 Fahrer drauf sind. Ja, gut. 3 Wochen. Dann, nächste Folge geht's weiter. Unbedingt wieder einschalten, wenn ihr mehr sehen wollt vom Bus-Simulator. Wir nähern uns wahrscheinlich, ich glaube, doch relativ jetzt dem Ende zu. Deswegen unbedingt dranbleiben, damit es hier weitergeht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.